Wieso lächeln Menschen, wenn sie von den schlimmsten Momenten aus ihrem Leben erzählen? Wieso berichten Betroffene von Trauma oft so emotionslos über das, was sie erlebt haben? Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf meiner Homepage. Wieso ist das eigentlich so, dass Menschen, die das Furchtbarste erlebt haben, dass die von diesen Erlebnissen oft so distanziert berichten? Man möchte fast sagen, emotionslos. Scheinbar ohne jegliche Gefühlsregung wird da von Folter erzählt, von Missbrauch, von tragischen Dingen, von traumatischen Erlebnissen. Oft ist es sogar so, dass Menschen beim Erzählen lächeln, was komplett fehl am Platz scheint und für Zuhörer und Außenstehende meist sehr verwirrend wirkt. Warum lächelt da jemand, wenn er von seiner Vergewaltigung berichtet? Warum bricht jemand sogar in schallendes Gelächter aus, wenn er von den dunkelsten Momenten seines Lebens berichtet? Die Antwort ist relativ einfach. Dinge, die uns an den Rand des Möglichen gebracht haben, emotional komplett überfordert haben. Solche Dinge, mit denen können wir oft so gar nicht umgehen und deshalb spalten wir diese Gefühle zu diesen Erlebnissen ein Stück weit oder ganz von uns ab. Man nennt das Phänomen Verdrängung, Abschalten, Dissoziation. Wir distanzieren uns, um überleben zu können. Wir gehen gewissermaßen auf Distanz. Ein anderes Bild ist das, dass wir uns ein Stück weit aus dem emotionalen Körper, zum Teil auch aus dem physischen Körper, zurückziehen, weil wir den Schmerz nicht ertragen. Vor diesem Hintergrund macht es dann umso mehr Sinn, dass wenn Betroffene von diesen Momenten berichten, eben keinen oder nur bedingt Zugang zu den Gefühlen haben, die damit einhergehen. Das heißt nicht, dass sie deshalb weniger glaubwürdig sind. Im Gegenteil, es zeigt, wie sehr dieser Mensch unter diesen Erlebnissen gelitten haben muss und immer noch leidet. Wenn sich jemand von seinen Gefühlen distanziert, dann tut er das nicht ohne Grund. Niemand verlässt gerne seinen emotionalen Körper. Niemand schneidet gerne Gefühle von sich ab. Aber manchmal ist es die einzige Möglichkeit, die wir haben, um weiterleben zu können. Ich erinnere mich gut an sehr viele Momente, wo ich im Zuge meiner eigenen Aufarbeitung zusammen mit meinem Therapeuten schallend gelacht habe über Dinge, die alles andere als zum Lachen sind. Ich erinnere mich gut an Selbsthilfegruppen, an später Gespräche, die ich mit Betroffenen geführt habe, wo Ähnliches passiert ist, wo wir uns kringelig gelacht haben über Dinge, die halt nicht zum Lachen sind. Warum ist das so? Warum reagiert man vielleicht so völlig daneben? Warum brechen da Gefühle wie Gefühlsreaktionen, wie Lachen aus einem heraus? Lachen ist ein Gefühl. Und in dem Moment, wo man
wieder in Kontakt kommt zu traumatischen Erlebnissen, dann wird man unter Umständen konfrontiert mit der vollen, geballten Wucht dieser Erlebnisse. Man könnte jetzt heulen, schreien, treten, fluchen, ausrasten, weinen, habe ich glaube ich schon gesagt. Alle möglichen Gefühle können sich zeigen, die dieser Intensität Ausdruck verleihen. Und manchmal ist die Wut so groß, dass man sie nicht aushält. Und manchmal sind aber auch die Tränen und der Schmerz so groß und so intensiv, dass man sich da erstmal nicht rantraut. Dennoch ist da aber diese Intensität, dieser Gefühlsdruck in einem, der nach einem Ventil, nach einem Weg nach außen sucht. Und da kann es dann passieren, dass man einfach anfängt zu lachen. Nicht, weil es komisch ist. Mit Sicherheit nicht, weil es komisch ist, sondern weil es ein Ventil ist, dass man schallend, hysterisch, völlig überdreht anfängt zu lachen. Vielleicht kennst du dieses Video von mir, Frauenklo, was ja auch für einiges Aufsehen gesorgt hat. Ein Video, in dem ich so ganz, ja, in einem ganz normalen Setting, in einem Restaurant, wo übrigens keine Menschen an Nebentischen saßen, von einem sehr schrecklichen Erlebnis in meinem Leben berichtet habe und dabei lache. Und das in dem Video auch, glaube ich, erkläre, warum ich lache. Und dennoch hat es dazu geführt, dass der ein oder andere Zuschauer verständlicherweise irritiert gefragt hat, wieso lachst du? Was, ne? Wie krank ist das denn? Nein, es wirkt, ja, es wirkt vielleicht krank und nein, es ist es nicht. Denn ein verzweifeltes Lachen, ein ja, überdrehtes, hysterisches Lachen kann Ausdruck sein für eine gestaute Energie, die in einem ist. Und manchmal ist das Schreckliche so groß, so wenig zu greifen, dass man in seiner Hilflosigkeit das Lachen wählt. Tatsächlich ist dieses Lachen auch etwas, was einen ein Stück weit befreien kann. Eben deshalb, weil, wie schon angesprochen, die Gefühle, die Emotionen, und Emotionen ist Emotion, Energie in Bewegung, wenn man diesen Vergleich wählen möchte, es kommt hier etwas in Bewegung. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass Menschen erst einmal überdreht lachen, das Lachen irgendwann stockt und dann die Tränen kommen. Das Lachen irgendwann stoppt und dann die Faust auf den Tisch landet und eine unglaubliche Aggression sich zeigt. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle es dir aus verschiedenen Gründen. Vielleicht bist du jemand, der genau dieses Phänomen bei sich kennt. Und ich möchte dich unterstützen darin, deinen Gefühlen, egal wie sie sich zeigen, Ausdruck zu verleihen. Diese Energie, die in dir gestaut und gespeichert ist, in Bewegung zu bringen. Ich teile diese Information aber auch mit dir, weil du vielleicht jemand bist, der Kontakt zu Betroffenen hat oder einfach zu Menschen, die vielleicht etwas, ja, sehr Traumatisches, Berührendes, negativ berührend in diesem Fall, Verstörendes erlebt haben. Das kann die möglichsten Ursachen haben, die verschiedensten Ursachen haben. Und dass es dir hilft zu verstehen, warum Menschen dann auf diese scheinbar unangepasste Art und Weise reagieren. Und dass du keine Angst davor hast oder diese Menschen aus Unverständnis heraus ablehnen musst, sondern eben siehst, was sich dahinter verbirgt. Das war mir wichtig, mit dir zu teilen. Wenn dir das Ganze etwas gegeben hat, dann gebe diesem Video gerne einen Daumen hoch und teile es auch mit Menschen, von denen du glaubst, dass genau diese Information für sie wichtig sein könnte. Wie immer, wenn du Fragen hast, Feedback geben möchtest, gerne unten in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dich mit so einem Thema auseinandersetzt. Und ich freue mich auf dich im nächsten Video.